Akkord Folge 3. Durchgehende Achtelnoten E-Dur. Dann haben wir D-Dur. A-Dur. Da wäre es jetzt cool, mit dem zweiten, dritten und vierten Finger zu greifen, weil ich nach dem A-Dur-Akkord den Wechsel zu A-Moll habe. Das heißt, dann brauche ich nichts mehr umgreifen, sondern lege anstelle des vierten Fingers den ersten Finger auf den ersten Bund. A-Dur. So sieht man es gut. A-Dur. Und jetzt den ersten Finger, erster Bund. Und wie gesagt, Rhythmik durchgehende Achtelnoten.